Get ready to race. Hallo zusammen. Jetzt, wo es Winter wird in der nördlichen Hemisphäre, werden Microquads für Piloten und solche, die es gerne werden würden, immer interessanter. Diese kleinen Spielzeuge sind großartig, ein bisschen Stick-Übung zu kriegen und nicht nur am Simulator zu üben. In diesem Video präsentiere ich euch die Blade Inductrix Pro. Dieses Video wurde nicht gesponsert, gar nichts. Ich finde dieses Teil einfach wirklich cool. Es macht saumäßig viel Spaß. Damit dieses Video nicht so langweilig ist, zeige ich euch ein paar Szenen vom Fun Race, welches ich mit deinem Kollegen letztes Wochenende durchgeführt habe. Da dieses Quad so klein und ungefährlich ist, ist alles eine Rennstrecke. Da es auch ziemlich erschwinglich ist, denke ich, dass es ein großartiges Einsteiger-Quad für den Winter ist. Da es vom Hersteller Horizon Hobby ist, kommt es mit einem 6-Kanal-Spektrum-Empfänger schon eingebaut. Falls du es mit einer Taranis oder einer Q7 verwenden willst, brauchst du ein DSM-JR-kompatibles Modul. Es gibt offizielle von Spektrum, also Horizon Hobby, oder auch Klone, zum Beispiel von Orange. Links zu beiden findest du in der Beschreibung des Videos. Als Randnotiz zum Orange-Modul: Es muss einmal blinken, nur dann kannst du es erfolgreich binden und die Kanäle sind dann auch richtig zugeteilt. Damit ich in meiner Wohnung keine Failsafes hatte, musste ich eine kleine Modifikation vornehmen. Die Empfängerantenne, der rote Draht, ist unterhalb der Kamera direkt auf der Platine nach hinten geführt. Das ist äußerst schlecht für den Empfang. Und ich habe das, wie auf dem Bild gezeigt, modifiziert, indem ich die drei Schrauben gelöst habe und den Antennendraht einfach an der Kamera angeklebt habe. Die einzige weitere Änderung, die ich vorgenommen habe zur Version, wie sie aus der Kiste kommt, ist, dass ich die Racon Heli Propeller verwende. Der exakte Name dieser Propeller habe ich in der Beschreibung aufgelistet. Es gab jedoch ein kleines Problem mit der Konfiguration direkt aus der Box. So wie Betafly konfiguriert war, wurde der Accelerometer kalibriert, sobald der Akku eingesteckt war. Ich habe dies geändert, so dass er beim ersten Armen kalibriert wird. Durch Eingabe des eingeblendeten Befehls im CLI von Betafly mit anschließendem Safe-Befehl könnt ihr das so umstellen, dass der Accelerometer erst kalibriert wird, wenn ihr armt. Da vor kurzem jedoch das Betafly 3.2 Release war, habe ich dieses Quad gleich auf die aktuelle Version gehoben. Anschließend habe ich diverse Tuning-Einstellungen vorgenommen, welche ich aus verschiedenen YouTube-Videos zusammengetragen habe. Wie ihr in den eingeblendeten Videos jetzt sehen könnt, ist es ein richtiges Biest geworden nach diesen Änderungen. Die Betafly-Konfiguration und auch ein Beispiel der Taranis-Konfiguration habe ich unten in den Kommentaren ebenfalls verlinkt. Da es mehr als genug Power hat, so wie es im Moment ist, update ich auch keine Motoren. Dies war eigentlich zuerst mein Plan, bessere Motoren reinzutun. Ich glaube, es ist wirklich nicht nötig. Die einzige Modifikation, die ich noch vornehmen will, ist das Ding anzusprayen, so dass es in den hoffentlich oft stattfindenden Tiny Whoop Races so richtig raussticht. Die erwähnte Konfiguration der Taranis verwendet einen Switch, um zwischen verschiedenen Flugmodis hin und her zu schalten. Diese sind Air Mode, Angle Mode mit Air Mode und Horizon Mode mit Air Mode. Es ist nicht möglich, dieses kleine, aber superschnelle Quad in meiner Wohnung zu fliegen, nur im Air Mode. Ohne Angle oder Horizon ist das nicht möglich. Das Video, das ihr seht, ist alles im Horizon Mode geflogen worden. Ich freue mich wirklich darauf, ein paar Indoor-Fun-Races zu machen mit diesem kleinen Biest. Und als kleine Notiz am Rande, die Gates, die ihr gesehen habt im ersten Videoausschnitt mit dem Rennen, da kommt auch bald ein Video dazu. Wenn du Fragen hast zur Blade Inductrix Pro oder etwas anderes, das du im Video gesehen hast, frag die doch einfach unten in den Kommentaren. Ich tue mein Bestes, alle Fragen zu beantworten. Hey! Vielen Dank fürs Schauen dieses Videos und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinen Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren.
Merci vielmals. Ciao zusammen.